oder nicht? Na klar! Ich werde eine 7,5-stöckige Torte mit automatischer Schneidevorrichtung konstruieren. So können wir auch mal die Gabeluhr ausprobieren. Nun ja, die Trattorianer servieren ganz ausgezeichnete Erdnussflips. Ihr werdet euch die Finger lecken. Erdnussflips? Ich mochte sie immer am liebsten in Orangenlimo getaucht. Brian, geht's dir gut? Nein. Los, mach dich hübsch für die Party, damit... Es wird keine Party geben. Noch nicht. Dies ist erst der Anfang. All das, was wir auf Mala, im Tiki-Tempel in Alaska und hier durchgestanden haben, war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns noch erwartet. Zunächst mal, hat jemand eine Idee, wie wir zum See kommen? Er wird von allen Seiten vom Militär bewacht. Außerdem sind Außen- und Innensicherheitskameras installiert. Wir können das trantorianische Raumschiff nicht erreichen, ohne dass sie uns entdecken. Und wenn das geschieht, steht ein gesamtes Regiment bis an die Zähne bewaffnet zum Empfang bereit. Wenn Kautzmeier jeden von uns töten muss, wird er es tun, ohne mit der Wimper zu zucken. Er wird nicht aufzuhalten sein, wenn Pignon die Amoeba öffnet und sich nichts zwischen ihn und das NG-0 stellt. Aber wir müssen uns nicht nur vor Kautzmeier fürchten. Bei weitem nicht. Der Colonel hat zwar einen Dachschaden, aber wenigstens hat er auch bestimmte Ideale. Diejenige, die wir am meisten fürchten müssen, ist Tarantula. Sie glaubt an gar nichts, was ihr Verhalten absolut unvorhersehbar macht. Keiner, der ihr von Angesicht zu Angesicht gegenübertritt, erhält Gelegenheit, davon zu berichten. Außerdem verfügt sie über eine kleine Söldnertruppe. Ein Haufen angeheuerter Killer, die nicht zögern werden, uns zu zerstückeln und den Spinnen als Nachtisch zu servieren. Aber du hast noch ein Ass im Ärmel. Deine Freunde von der Insel. Vielleicht können sie uns helfen. Vielleicht. Aber wir wissen nicht einmal, ob sie noch auf Mala sind oder geflüchtet oder... Ich will lieber nicht daran denken. Und wo wir schon über Asse im Ärmel reden, was ist mit denen von Kautzmeier? Ein Trantorianer, ein Verräter, den er John Doe, den Unbekannten, nennt und über den wir rein gar nichts wissen. Wegen seiner Position und seinen technologischen Fähigkeiten könnte es sein, dass wir über das gefährlichste Wesen auf Erden reden. Das ist zu viel. Ich schaffe das nicht alles. Ich kann euch aber auch nicht zumuten, mir zu helfen. Auf mich kannst du zählen, Brian. Und auf meine Wenigkeit, Bruder. Mit dir bis ans Ende der Welt, Bibi. Ja, wir machen Brei aus diesen groben Klötzen und befreien das Mädchen. Gina. Warum sollten wir in dieses verdammte Flugzeug einsteigen? Das ist unmöglich. Schaut mich an. Schaut euch selbst an. Besteht auch nur die geringste Wahrscheinlichkeit, dass wir eine ganze Armee besiegen? Nein. Du irrst dich, geschätzter Freund. Professor Simon? Aber wie? Wir haben einen neuen Verbündeten. Das war dann wohl Runaway 2. Und ich dachte schon. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Party beginnt, Brüder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Fortsetzung ist ja auch schon draußen. Wie gewohnt lasse ich jetzt noch den Abspann laufen. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play. Ciao, ciao!
or die. For real, baby. Nevertheless, we be masters at work. I don't know from where this feeling goes. Am I bound to leave what's between each other? I don't care about what the world may say. That's the way it goes. And I want to run away. I don't know from where this feeling goes. Am I bound to leave what's between each other? I don't care about what the world may say. That's the way it goes. And I want to run away. If I want to go, I will go. No way. Meine letzte Prüfung für die Aufnahme in den Geheimdienst. Colonel Kortzmeyers Zigarren wieder beschaffen. Es ist eine sehr heikle Mission, die nur ein so mutiger und treuer Soldat wie ich erfüllen kann. Niemand weiß, welch teuflischen Gefahren ich begegnen, noch wie ich sie meistern werde. Aber ich werde meine Mission mit Ehre und Tapferkeit erfüllen. Banzai! Sushi! Onegai itashimasu! Teufel! Na, da, schau her! Wir haben Besuch. Werden wir einen Spaß haben?